Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angelgypsies. Wie ihr seht, wir sind mal wieder am Start. Letzten Sonntag kam leider kein Video online, denn wir haben ein bisschen Zeitmangel gehabt. Ich war auf Montage und Jackie hat auch viel um die Ohren gehabt. Genau. Nochmal sorry dafür. Aber jetzt sind wir wieder da. Jackie, was haben wir heute vor? Ja, wir haben natürlich immer noch nicht ganz so viel Zeit, denn, wie schon gesagt, Gypsy ist gerade zurzeit im Montagestress. Der ist bloß am Wochenende zu Hause und ja, dem geschuldet, der will natürlich auch was von seiner Freundin oder besser gesagt seine Freundin von ihm. Und ja, letzte Woche kam dazu, oder beziehungsweise die letzten zwei Wochen war halt brutal schlechtes Wetter. Ihr habt es mitgekriegt, absoluter Wettereinbruch. Und ja, erstens, die Fische haben nicht so mitgespielt. Wir wollten eigentlich mal ein Aalvideo machen und so, aber dadurch, dass das Wetter so brutal eingebrochen ist, war bei uns hier auch recht alles schnell ausgekühlt und die Fische hatten auf jeden Fall nicht mehr so Lust. Und ja, dementsprechend waren wir auch wenig angeln, muss man ehrlich sagen. Und ja, aber... Warte, Jackie. Ja? Deswegen sind wir jetzt wieder am Start. Wir sind am Fluss. Genau. Wir werden es auf Wels probieren. Die Raubfisch-Schonzeit ist vorbei. Deswegen können wir wieder mit dem Teaser angeln. Das wird Jackie euch nachher noch ein bisschen zeigen. So ist es. Wir werden auf Wels klopfen. Wieder an derselben Stelle. Mal gucken, ob die Wels noch hier sind. Wir haben ja sehr gut gefangen hier bei 7 Grad Wassertemperatur. Und ja, mal gucken, ob wir heute einen ans Band kriegen. Wie gesagt, wir haben bloß 3 bis 4 Stunden Zeit. Oder naja, 4 Stunden ist schon wieder zu viel. War 3 Stunden. Ja, also 3 Stunden. Ja, genau. So. Drückt uns die Daumen, dass ihr Fisch seht und dass wir Fisch sehen. Und dann, denke ich mal, funktioniert das, oder? Wenn ihr die Daumen drückt. Und eine Fanta nicht vergessen. So ist es. Also, bis gleich, würde ich sagen. Hoffentlich. Geht oder? Was? Wir haben natürlich auch Fanta mit. So ist ja, ja, das muss sein. Zum Feierabend. So, Jackie, du bist jetzt am Start. Genau. Für die, die neu sind, beziehungsweise die alten Videos noch nicht gesehen haben, erklären wir es nochmal, wie immer natürlich. Ihr wisst, es gibt immer neue Abonnenten und ja, denen muss man das natürlich auch erklären. Ja, ansonsten, wenn ihr natürlich noch nicht abonniert habt, ihr wisst, abonnieren nicht vergessen, so verpasst ihr kein Video mehr. So ist es. Genau, ja. Wie schon gesagt, wir werden heute mit Teaser angeln. Ganz normal, so wie es da fertig zu kaufen gibt. So gibt es sie, ist von Black Cat, ist jetzt keine Werbung, aber ja, wer es wissen will. Mit denen haben wir schon richtig Erfolge. Genau, mit denen haben wir schon gut gefangen. Und ja, ihr seht's, oben Drilling, da kommen ein paar mehr drauf für die Masse. Und hier unten in Einzelhaken, da kommen 1, 2 Tauwürmer drauf. Falls die doch manchmal vorsichtig beißen und unten an den Enden nuppen. Und ein bisschen, ja, ein bisschen rumzutschen. Genau, im besten Falle kassieren sie den ein und ja, bleiben dann da hängen. Aber man hofft ja immer auf den Volleinschlag. Ja, genau. Ansonsten gibt es dazu nicht weiter zu sagen. Heute doch, mal, du hast eine neue Route. So ist es, heute mal mit der Rüschenwelsroute. Genau, haben wir hier so ein, ja, einfach eine Black Cat Vertikalroute. Richtig preiswert, oder? Genau, nicht weiter dabei. 60 Euro kostet die vielleicht oder so. Also für jeden, der anfängt oder anfangen will mal damit, ist es auf jeden Fall ein schönes Einsteigermodell, sage ich mal. Und ja, ist recht straff, aber ist schon okay, weil wenn man doch mal einen dickeren drauf hat, ist man ganz froh drüber, dass man ein bisschen Rückgrat hat. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Multirolle ist dafür natürlich top geeignet. Das lässt sich einfach besser machen mit runterlassen und so. Das ist einfacher, da geht es schneller. Da muss man nicht immer einen Bügel aufmachen und so. Ist auch ein bisschen feinfühliger. Ja, und dann im besten Falle so, ich habe jetzt hier eine 35er geflochtene drauf. Im besten Falle vielleicht auch eine 40er. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich habe 35er, weil einfach wir angeln halt viel im Fluss. Und umso dicker die Schnur ist, umso mehr Wasserwiderstand drückt dann natürlich auf die Schnur. Umso einen größeren Schnurbogen habt ihr. Und deswegen habe ich jetzt erstmal eine 35er. Und ja, die tut ihren Zweck. Die hält so knapp 30 Kilo. Und ja, so ist erstmal der Plan. Das ist Tackle, mehr ist es auch nicht. Und ja, den Rest. Was wir noch dazu sagen können, wieder ohne Echolot, denn wie schon im Klopfvideo erwähnt, im Februar, wir kennen uns hier sehr, sehr gut aus. Genau. Und ja, da braucht man eigentlich kein Echolot. Wir wissen, wo die Rinne ist, wir wissen, wo Flachwasser ist.
Und da werden wir es halt immer vertikal probieren. Genau, Totholz haben wir ein bisschen noch so als letzten Joker, aber meistens liegen die Fische halt irgendwie in der Rinne. Wenn sie nicht in der Rinne liegen, liegen sie vielleicht ein bisschen so im Übergang. Und ansonsten wird es dann doch schon ehrlich gesagt recht schwierig. Ja, okay. Muss man leider dazu sagen. Also. So findet, Jackie, ich würde sagen, ja, man findet die Fische nicht immer, aber die Route muss rein, wir haben wenig Zeit. Ja, so ist es. Und lass uns ihn fangen, oder? Na ja, wir probieren es mal. Mal gucken. Lass uns ihn fangen, oder was? Ja, du weißt, ja. Manchmal spielen die Fische auch nicht so mit. Man muss das darf man nicht vergessen. Aber wir geben unser Bestes. Los geht's. Attacke. So, immer schön. Wir machen es immer am dicken Ende. Das hält nämlich am besten. Und dann zack, bloß einmal angekiekst hier. So, machen wir hier auf jede Flunke oben vom Drilling. Machen wir so zwei, drei. Wir machen meistens drei, wenn wir ehrlich sind. Aber manchmal, wenn man nicht so viele hat, dann muss man halt weniger angeln. Denke dran, eigentlich 23 da oben, aber. Ist wirklich so, aber so viele passen hier nicht dran. So, machen wir überall mal drei dran. Ja, hau richtig drauf. Nachher ist die Welt so hungrig wie ich hier, da putzt ein bisschen was weg. Ist wirklich so. Datsche richtig ran dort. So, zack. Hier brauchen wir auch noch zwei. So, noch ein. Batz. So, jetzt haben wir schon ein richtig schönes Pack. Und wie schon erklärt vor uns, unten fädeln wir ganz leicht einen auf. So, da ist der Hakenbogen schon mal ein bisschen bedeckt, sag ich mal. Den kieks wir noch einmal noch mal so an. Und dann machen wir noch mal einen so, zack, und den knipsen wir noch mal durch, damit das nicht so lang runterhängt, denn, wie schon gesagt, das muss alles so ein bisschen auf der Höhe hängen, wo am Ende die Enden von den Würmern sind, die am Drilling hängen. Das ist quasi nur der Game Changer, dass, falls die an Enden knabbern, das Ding mit in die Gusche fliegt. Ja, und so sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Im Wasser natürlich ein bisschen verführerischer wie hier. Und ja, so kommt die ganze Geschichte dann rein. Ja, los, Herr Jackie. Also wir müssen jetzt ran. Ja, genau. Das Klopfen zeigen wir nachher und dann. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich war jetzt schon zwei Wochen nicht mehr angeln. So. Ansonsten guckt euch einfach die anderen Videos an. Ja, genau. Oh, hier. Oh. Oh, das sieht geil aus. Also ich würde voll drauf schießen. So. Was ist denn jetzt? Jetzt hat sie geknallt, hat aber lange gedauert, wa? Alter. Ich hab gesagt, man muss erst die Fanta mal aufmachen. Alter, der ist gleich draufgehakt, wa? Er ist halt wirklich... Oh, Jackie, pass auf. Oh, Jungs. Ach du Scheiße. Ich klatsch mich weg. Was ist mit dem los? Guck mal, Jungs, wie der steht hier. Das ist eine Strafrute. Der ist nicht so schlecht, wa? Ich hab noch meine Fanta eine Foto, Jackie, hast du gehört? Oh, guck mal. Ey, mal ruhig, hast du gehört, Jackie? Guckt euch mal an, wie die Route sich biegt hier. Oh, Scheiße. Pass auf, der will ins Holz rein hier. Warte mal, ruhig, der will ins Holz rein. Jungs, guckt euch das an hier. Alter, ey, Jackos. Wir haben es einfach wieder gemacht. War bloß ein paar Minuten Zeit oder ein paar Stunden. Oh. Ja, ey, und das ist eine Strafroute, Jackie. Was gar keiner vorher gebissen hat. Normalerweise ist es ja immer kleiner. Ja, sonst immer viel kleiner, wa? Jetzt, das hat ewig, bestimmt schon jetzt anderthalb Stunden oder so. Ja, übelst lange. Und eine Stunde weh. Oh, da. Oh, da kommt Blasen. Oh. Jackie, ich glaube, da muss ich einen Handschuh anziehen, wa? Aber was mache ich mit meiner Fanta, Jackie, hier? Was mache ich mit meiner Fanta? Soll ich austrinken erstmal? Alter, guckt sich an. Alter. Oh, da ist er. Oh, Alter,
ist. Oh, der ist krass. Der ist krass. Wir haben gar nichts zu messen mit. Jackie, Handschuhe ist an. Es kann nichts mehr schief gehen. Ja. Gypsis ist am Start. Wir haben gar nichts zu messen mit, Alter. Ey, der zieht uns voll runter hier. Aber warum? Krass, ey. Digga, der ist gut. Alter. Der steht übelst gut drin, oder? Der ist gut, Alter. Der hat bestimmt in sich oder so. Meinst du so groß? 1,50 in sich, Alter. Oh, guckt mich an, Jungs. Ich drehe ab. Was für ein Wels hier. Oh. Ich drehe ab, Jungs. Mach auf, Jackie. Oh, der zieht voll ab jetzt. Jungs, wir wollen erstmal landen hier. Ich mach mal die Kamera weg. Jungs, guckt euch an, wir haben... Jackie, ich kann nicht mehr mit passiert. Alter, guckt euch das Vieh an, ey. Wir sind wieder zusammen unterwegs, wollen da tutschen wieder richtig knallen, ey. Ich verstehe das nicht, was hier los ist. Oh, Alter, ich weiß nicht, ob wir bei dem Abschnitt schon mal so einen hatten. Nee. Vor allem immer übelst viel Kleine und jetzt gleich übelster Bolzen, Jackie, was du hier hörst. Das ist mit Abstand der größte, den wir hier gefangen haben. Hier krass. Jungs, ich werde euch jetzt gleich zeigen. Guckt hier, Drilling hängt. Einzelhaken hängt. Jetzt fahren wir erstmal in so einen Busch rein. Hier, pass auf mein Boot auf hier, Jackie, mach Rückwärtsgang. Nicht, dass wir hier reinhaken. Pass auf hier, nicht, dass wir noch abzischen hier, was hier wird. So, Jungs, guckt euch das an hier. Der liegt im Boot hier, daneben, der Fanta. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Jackie, der hat perfekt genagelt, wa? Ja, der hat ganz gut geankert. So. Oh. Hier sitzt dieser. Geiles Ding, Alter. Gut, Jackie, jetzt heben wir hoch. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Wir haben leider nichts zu messen. Aber 1,50 hat er bestimmt. Ja, denke ich auch. Jetzt musst du bloß mal gucken hier. Ja. Zeigen hier das Wort eigentlich. Musst du ein paar Pemmer mehr fressen. Ey, meine Hose hier, hallo. Ey, der macht Remi-Demi hier im Boot, dass sie hört. Jackie. So, jetzt aber. Jetzt hast du'n? Jetzt haben wir'n. Oh, guckt euch den Bolzen an. Jackie, guckt euch den Bolzen an, Jackie. Oh, ich pass auf mich. Oh, ich krieg den auch nicht auf der Linse, Jackie. Ich muss so machen, dass sie hört. Ich mache jetzt so hier. Alter. Krass. Lass uns mal los. Ich will den mal auf die Linse komplett kriegen. Oh, jetzt ist er Jens. Jetzt muss ich... Oh, guckt euch an, Jungs. Guckt euch an. Ich drehe ab. Jackie, ich drehe ab. Guckt euch den Wels an. Oh, mega. Fettes Ding, Alter. Den werden wir jetzt auf jeden Fall schnell verorzen. Oh, halt's mal. Und dann geht's weiter, oder? Guckt euch das Wasserschweinbolzenvieh an. Geiles Teil. Alter Schwede. Geil. So muss es laufen. Guck mal, Jackie, der geht hier bis hierher. Alter. Ey, das ist ein übelster Bulle, hast du gehört, Jackie? Der ist gut, Alter. Hat schon so, also über 1,50 hat er definitiv. Locker. Krass, den werden wir jetzt schnell verarzen, Jackie, und dann geht's weiter, oder? Geil, Petri, Mann. Yes. Dickes Petri, mein Freund. Petri, dank. Geiles Teil. Alter, nice, wow. Mann. Yes. Jungs, jetzt hab ich ihn. Jungs, jetzt hab ich ihn. Hast du auch ins Boot geschlenkert. Was sie hört? Diesmal mit einem anderen Teaser. Weil ich bin der Meinung, wir hatten die ganze Zeit nicht so viel Bisse, wa? Ja. Da habe ich mal einen anderen Teaser rangemacht. Und schwuppdiwupp. In Wels, Jungs. Guckt ihn euch an. Richtig geil, Jackie. Was ist denn hier? Alter. Der sieht bald aus wie ein Aal, hast du gehört. Ich habe einen Welsaal gefangen. Ein Welsaal. Welsaalzander. Richtig krass, ey. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Für ein paar Stunden. Wahnsinn. Geil, Alter. Aber hat auch wieder eine ganze Weile gedauert jetzt. Ja. Heute ist aber nicht so unser Tag. Ich habe einen richtigen Riecher trotzdem gehabt, wa? Nicht unser Tag, sagst du, du hast mit fetten Wels gefangen, hast du die gehört? Jetzt den hier. Krank. Den werden wir schnell verarzen. Genau, der kommt mit, denn? Genau, denn ich fahre nämlich auf den Tage und meine Jungs, die wollen auch mal Wels essen. So ist es. Na? Schönes Ding, Alter. Tännchen an. Tännchen. Oh, jetzt macht er aber los. Yes, Mann. Petri. Geil, Jackie, ey. Nice, was ist denn hier, Alter, los? Was voll eben raus jetzt, Zottel. Hast du gesehen, wie ich es gemacht habe, Jackie? Ohne Scheiß. Wie so ein Profi eigentlich schon ein bisschen, wa? Ist wirklich so. Du bist Profi, Alter. Hier ist er, der Aal. Petri. Petrus meiner. Oh, Jungs und Mädels, ey, was war das jetzt für eine Action? Jackie mit seinen richtig fetten Wels. Und jetzt meiner so, was wird er haben? Vielleicht 60? Ja, 60, auf, 65. Auf jeden Fall richtig geil für die Pfanne. Jetzt ist das Wetter ein bisschen besser geworden, wa? Jetzt ist auch kein Wind. Genau. Und nichts. Und ja, Jackie, erklär mal noch mal ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wie immer klopfen und... Genau, wichtig ist auf jeden Fall beim Klopfen, klopft nicht zu viel, gerade wenn es jetzt auch noch ein bisschen kühler ist. Immer klopfen, ihr habt es vorhin schon gesehen, wo ich geklopft habe.
immer schöne lange Pausen dazwischen lassen, weil wenn die Fische dann an eurem Köder stehen oder wie auch immer in der Nähe sind manchmal, die brauchen erstmal eine Weile. Die suchen dann, die kommen angeschwommen, suchen ein bisschen rum und da ist auch wichtig, mal längere Pausen zu lassen. Da reden wir so mal von 30 Sekunden, eine Minute, auch mal eine Minute 50 oder so. Immer mal ruhig Pause lassen, auch mal sogar vielleicht sogar mal 2 Minuten. Manchmal kann jederzeit mal einer am Köder stehen oder so und da manchmal, wer den einen oder anderen Biss auch schon mal hatte, wir haben das ganz oft, dass es dann so ist, dass wir denken, es ist ein Hänger und dann merkt man aber, wieso ganz langsam bloß die Rutenspitze so Was, wie? Ganz, wie? Ja, das wippt dann nur ganz leicht so quasi und wird ein bisschen schwer. Da denkt man manchmal, man hängt irgendwie am Grund und hebt ein bisschen an und dann merkt man so, einmal Ruppen meistens so und dann ist der weg, weil es halt ein Wels war, der unten an den Würmer geknabbert hat. Das hat man ganz oft, also die beißen nicht so ruckartig, wie man es immer denkt. Okay, dein Großer ist voll drauf geschossen. Ja, okay, wie gesagt, es gibt solche Bisse und solche Bisse, aber man hat das ganz oft gerade im Frühjahr, dass die wirklich nur so rumnippeln und dann, wie gesagt, Gypsy hat vor uns auch einen Biss gehabt, rumgenippelt, dann sieht man, ganz langsam gezogen, angehauen, voll ins Leere. Alle Ach, das Würmer war weg. Übelst krass. Das ist, die schnappen sich die Wurmenden, ziehen da rum, ziehen rum und dann haut man auch oft mal ins Leere. Das gehört auch dazu. Klar. Und deswegen auch nicht zu zeitig anhauen. Genau, deswegen. Beim Welsklopfen. Lassen ruhig, bevor ihn verscheucht, lassen lieber ordentlich fressen. Weil wenn er ihn haben will, kommt er vielleicht auch nochmal ein zweites Mal. Aber am Ende kann man das jetzt nie so genau sagen. Also ihr müsst halt schon nach Gefühl anhauen, dann ist logisch. Im besten Fall kriegt er natürlich einen richtig brutalen Biss. Aber ja, wie schon gesagt, ist ganz oft, dass die bloß so ein bisschen rumnippeln. Das ist ein bisschen das halt Problem. Aber das gehört halt dazu beim Welsangeln. Und ja, deswegen, man kriegt halt auch einige Fische nicht. Und deswegen, wie gesagt, beim Klopfen immer ein bisschen auch die Ruhepausen lassen, damit er, wenn wirklich mal vielleicht einer dran steht am Köder, dass er nicht verscheucht. Weil manchmal ist das dann auch scheuchwirkend. Wenn er gerade dran steht und hat mit eurem Köder zu tun und ihr klopft, manchmal ist es produktiv oder halt auch nicht, aber wie gesagt, das müsst ihr rausfinden, das ist so ein bisschen Erfahrung, sag ich mal. Genau, aber in der Regel, wenn die aufs Klopfen reagieren, dann kommen sie auch, suchen euren Köder und dann kriegt ihr auch eure Bisse. Genau. Im besten Falle seid ihr natürlich mit Echolot unterwegs und dann seht ihr so die Linien, die zum Köder gehen am besten, dann seht ihr, ob einer in der Nähe ist oder dran steht oder wie auch immer, das ist natürlich jetzt... Ja, das wäre, sag ich mal so, von Vorteil. Also mit Echolot ist natürlich schon ein bisschen besser. Aber da wir, wie gesagt, unsere Stellen hier kennen, wir wissen genau, wo die Fische sind. Und die Stellen sind auch wirklich nicht so groß, muss man dazu sagen. Wo die Fische stehen teilweise, dann ja, muss man halt Glück haben. Entweder die sind halt da oder einfach nicht. Wir halten auch den Köder nicht zu hoch, wa? Wir halten ihn relativ grundnah. Immer Grundkontakt, immer mal off-titchen. Das verwirbelt auch nochmal die ganzen Sedimente, die unten sind. Genau. Und dann strecken die Wälze die Barteln raus und dann denken, oh, was ist denn hier los, Jackie, wa? Genau, oh, hier ist doch irgendwas. Dann denken die, es gibt Fanta. Genau, dann denken die, es gibt Fanta. Da wuseln die dann so rum und dann, ah, da ist irgendwas. Und wenn er dann klopft, dann denkt er, ah, hier ist irgendwas zu fressen. Wa? So ist es. Im besten Falle natürlich, wie gesagt. Wir sind jetzt bestimmt auch schon 2 Stunden, 2,5 Stunden unterwegs und wir hatten jetzt 3 Bisse. Ja. Also... Obwohl das Wasser viel, viel wärmer ist wie beim letzten Mal, wa? Genau, das Wasser ist um einiges wärmer, aber wie gesagt, dazwischen war halt immer richtig warm und jetzt ist wieder richtig abgekühlt. Das heißt, die Wälse werden bestimmt auch schon gefressen haben in dieser richtig, richtig warmen Phase. Und ja, das macht es uns natürlich schwer, dadurch, dass die halt schon wahrscheinlich sich die Bäuche ein bisschen vollgefressen haben. Genau. Wie gesagt, man kann es bloß probieren. Jackie. So ist es. So leicht ist das auch nicht immer alles, wa? Nee, das sieht immer so leicht aus in den Videos, aber wie gesagt, so leicht ist das alles gar nicht. Ja, wie schon gesagt, 2,5 Stunden unterwegs, 3 Bisse, haben wir natürlich schon bei Weitem besser gehabt. Ihr habt es gesehen, letztens lief es um einiges besser. Aber dafür haben wir jetzt den übelsten Bolzen, Jackie. Dafür gab es heute mal einen dicken. So Monsterwels. Genau. Und wir haben noch eine Stunde. Genau, wir haben noch ein Stündchen vielleicht so. Werden wir mal ein bisschen noch probieren. Aber bis jetzt läuft es. Suboptimal. Also wir wollen uns nicht beschweren, aber von Bissen her und so wie letztens, ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen. Definitiv nicht. Und das ist halt Angeln. Ihr könnt nicht, man kann halt nicht immer abräumen, das ist nun mal so. Aber trotz dessen, wichtig ist, nicht als Schneider hinzugehen.
Das ist immer die Hauptsache. Bei uns ist immer Hauptsache Suppel, das wisst ihr. Genau. Auch wenn jetzt bloß der 60er dabei rumkam oder sowas, wir freuen uns trotzdem übelst. Und die Fische kann man sich auch halt nicht aussuchen, wa? So, aber wir haben immer irgendwie das Glück, man kann noch Glück dazu sagen, es ist so, Jackie. Ist wirklich Glück, ja. Also Petrus ist wirklich sehr oft mit uns. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt, denke ich mal, nochmal eine Dreiviertelstunde machen. Wie gesagt, Jackie war, ein, zwei Mal kloppen. Genau. Und dann kurz Ruhe, so 20, 30 Sekunden. Ja. Dann immer, wichtig ist auch immer, dass ihr Grundkontakt sucht. Immer Köder ein bisschen auf den Grund wieder runterlassen, dass ihr wisst. Weil manchmal, wie gesagt, wir angeln ohne Echolot, manchmal kommt dann doch mal irgendwie eine Rinne oder es wird ein bisschen tiefer. Und deswegen am besten, ihr sucht halt alle so ein, zwei Minuten immer. Also wir können das halt abschätzen, wie weit wir vom Ufer weg sind. Dann wissen wir ungefähr, sind wir in der Rinne oder nicht. Und dann aber für die Kontrolle einfach immer auf den Grund lassen. So, und wenn ihr, sag ich mal, euer Teaser setzt auf den Grund auf, so buff, ist da okay, Grund. Und dann hebt er, sag ich mal, so einen halben Meter an. So grob. Die Würmer hängen ja auch noch ein bisschen drunter, alles. Das ist ja auch, sag ich schon mal, 20 cm. So, dass ihr immer knapp über Grund seid. Und ab und zu könnt ihr natürlich auch zwischendurch immer mal absetzen. Bloß, dass ihr Kontrolle habt und wisst, okay, ich bin bodennah, alles safe. In einem halben Meter, denke ich, seid ihr ganz gut bedient. Wie gesagt, ist natürlich auch gewässerabhängig, aber am Fluss hier war das jetzt zumindest immer unsere Strategie. Genau. Ja, Jackie, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gesabbelt. So ist es. Wir werden jetzt noch mal eine halbe Stunde angreifen. Ja. Noch mal frische Würmer ranmachen. Und dann würde ich sagen, geht's ab. Weil du lockst sie nämlich an, wir haben ja keinen Köder drin. Jackie, du dir drauf rumkloppen hier auf die Wasseroberfläche. Der tut schon an der Haustür anklopfen bei der Welsen, aber wenn kein Köder da ist, da kann kein Wels beißen. Weil die suchen jetzt umher hier unterm Boot hier bei uns. Die wissen ja auch nicht, wo hinten und vorne ist. Schau. Wenn du hier drauf rumschabelst hier. Die müssen uns hinterher schwimmen, wisst ihr? Ach so. Wir müssen uns hinterher schwimmen. Können die den Ton verfolgen? Vielleicht kommt einer hinterher geschwommen. So, ja, das runter, ist... Wenn wir dann runterlassen, ist schon einer da. Ja, das ist top. Also lass mal jetzt runter und fangen hin. Los, Jackie. Angriff. Ja, Leute, seht ihr jetzt? Da beißt er. Jetzt zuppelt's. Jetzt geht er ein bisschen runter. Na, na? Er hat's noch, er hat's noch. Jetzt, Jackie, jetzt, oder? Oh, ja, ja, Jungs. Ihr habt sie sehen. Jackie, hast du sie gesehen? Oh, aber übelst lange gezuppelt, oder? Alter, übelst lange gezuppelt. Alter. Jungs, jetzt habt ihr es mal gesehen. Ich hoffe, man zieht es auf der Kamera. Oh, hat ewig gebraucht, Alter. Bis mir jetzt mal ein bisschen... Ja. Alter. Hey, Jackie. Der halbe Speicherkarte wird noch voll. Ja. Alter. Ja, jetzt haben wir es übelst lange probiert. War auf die Spitze gehalten. Bestimmt die Speicherkarte wirklich wieder voll. Aber jetzt habt ihr es gesehen. Übelst lange rumgezuppelt erst. Und dann hat er so schön... Übelst, hier ruckt auf immer so? Ja. Oh, das hier ist nicht schlecht, Alter. Jackie, hol ihn raus. Warte mal so. Oh, der Einzelhaken, ne? Oh, Jackie, der macht ja nicht rum, hast du gehört? Oh, jetzt hab ich ihn. Jetzt hat er verloren, Jungs. Jetzt hat er verloren, guck. Der hängt wirklich perfekt. Jungs. Pass auf, ich nehme mal die Kamera und du zeigst noch. Ja, gehen wir noch einen Schritt. Warte, bleib ruhig hier. Der macht gleich Rambazamba hier mit uns. So, Jungs, komm. Oh, mach mal hier. Ist alles nicht so einfach, aber da ist er. Guckt ihn euch an. Alter. Ein Meter rum? Ja. Richtig geil. Ihr habt gesehen, wie er gebissen hat, wa? Aber der hat schon immer ein bisschen geruppt, so, wa? Ruckartig. Ja. Und dann hat er einen Köder weggezogen. Hier ist er, Jungs. Richtig geil. Was ist denn hier los, Jackie? Hast du gehört? Der hat übelst rumgezuppelt. So wie wir es vorhin gesagt haben, wa? Ich gehe kaputt, ey. Guckt ihn euch an, Mann. Geil. Was für zwei, drei Stunden, krasse Stunden, Alter. Wahnsinn, Nachtarbeit. Nice. Den werden wir schwer verorsten. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen. Wir haben noch eine Viertelstunde oder sowas. Ja. Nice, Jungs. Geil, Petri, Digga. Mega. So, Jungs und Mädels, was waren das für krasse drei Stunden, Jackie? Aber krass. Nach der Arbeit, wie gesagt, am Anfang, ich war schon seit zwei Wochen nicht mehr angeln. Jackie, der Katz schon wieder ein Kaugummi hinter mir hier, wenn man was hört. Nicht drauf achten. Ja, es war auf jeden Fall wieder richtig geil, Jackie. War geil. War Hammer. Ich habe morgen noch einen freien Tag und dann geht Sonntagmittag wieder los. Die Scheiße. Das läuft jetzt noch so vier Wochen rum, denke ich mal. Mal gucken. Wenn nicht, seht ihr Jackie. In den nächsten Videos, genau. Mal gucken. Ich versuche mal irgendwie noch ein Aal-Video oder irgendwas zu machen. Ihr könnt auch geplant, gerne... Geplant ist eigentlich nächste Woche vielleicht auf Hecht zu gehen. Das stimmt. Weil die Schonzeit ist ja schon vorbei. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mal sehen wollt. Weil uns ist egal. Wir angeln auf jeden Fisch. Also wir haben auf jede Fischart, die es gibt, richtig Bock zu angeln. Genau.
Und ja, bei uns ist immer so, auf was geben wir? Auf Karpfen? Ja, wir haben auf Karpfen Bock, wir haben auf Wels Bock, wir haben auf Aal Bock, ja. Wir haben auf Rotfedern Bock, wir haben auf alles Bock. Deswegen schreibt es gerne mal in die Kommentare, genau, was ihr mal sehen wollt. So ist es. Und auf jeden Fall richtig gelungener erster Wels. Das war richtig krass, Jackson, wa? Ja, auch richtig schöner, Alter, diesmal. Wie gesagt, normalerweise sonst haben wir wirklich immer eher so diese kleinen bis mittelgroßen gehabt. Und heute auch mal einen richtigen Ausnahmefisch. Also haben wir auch nicht oft. So ist es. Gerade jetzt in dem Fluss auch, wa? Also, ja, was wird er so gehabt haben? Also über 1,50 hat er bestimmt gehabt. 1,55 denke ich so. Ja, auf jeden Fall war der auch übelst fett war der gewesen, wa? Ja, geil. Dann habt ihr auch noch einen Live-Biss gesehen. Wir haben es ja davor noch erklärt, ein bisschen zupfeln lassen. Und wir haben so oft die Kamera auf der Rutenspitze gehalten, Jackie, wa? Wir haben wirklich ewig gefilmt. Ja. Ewig. Die Speicherkarte bis, oh, noch 3 Minuten Aufnahmezeit da oben, ja. Sehe ich. Siehst du hier oben? Ja, ja. Übelst oft, aber dann hat's geklappt, endlich mal. Ich sag bestimmt eine 3/4 Stunde, würde ich so schätzen, haben wir bestimmt gefilmt. Die ganze Zeit, die scheiß Route, Alter. Ey. Und dann hat man bloß noch 1/4 Stunde, wa? Ja. Angelzeit. Und dann hast du noch mal in die Kasse, Jackie. Ist doch noch richtig geil. Also Welsklopfen ist wirklich richtig geil. Das turnt mich so an. Ja. Ich könnte mir einen Faddeln da drauf, Jackie, hast du hier gehört? Ich bin so wild auf die Monster. Mann. Jetzt kommen die Fliegen, ey. Du stinkst doch schon wieder ein bisschen. Hast du dich mal angeguckt, den Spiegel? So, naja, auf jeden Fall, wir sind schon hart am Zusammenpacken hier. Ist genau. Schon soweit alles zusammengepackt. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Genau. Und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keinen. So ist es. Schreibt gerne was in den Kommentaren, haben wir ja schon gesagt. Genau. Und dann sind wir raus. Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag, vielleicht auf Hecht, mal gucken. Oder Jackie alleine auf Aal oder so. Wie gesagt, Schonzeit ist schon vorbei, aber wir wollten jetzt noch nicht los, weil die meisten sind halt am Start und ja. Ja, das eigentlich. Den ganzen Trubel einfach mal ein bisschen aus dem Weg gehen, muss man ehrlich dazu sagen. Weil die sind halt jetzt sehr viele los und alle rennen los, natürlich zum 1. Mai, weil sie alle heiß sind und wollen die ganze Zeit zur Schonzeit nicht. Und ja, wir haben uns gedacht, komm, scheiß drauf, wir gehen einfach auf Wels dazu. Ja, wir warten eine Woche ab. Lassen wir die ganzen anderen erstmal in Ruhe blinkern. So ist es, blinkern vor allem. Ja, das sagt man so, weil früher hat man gesagt, blinkern, wa? Sagt man so. Aber was sagt man, wenn man mit einem Gummifisch angeln fährt, was sagt man da? Big Baiten. Big Baiten? Und was ist, wenn ich jetzt 11 cm Gummi dran habe? Was dann? Dann gehst Small Baiten oder was? Dann gehst du einfach Spinnangeln. Okay, Spinnangeln. Okay. So, Jungs und Mädels, bis nächsten Sonntag. Haut rein. Jackie war richtig fett, Mann, ey. War richtig krank. Wir sehen uns. Scheiß nicht ins Nest und trink eine Fanta. Genau. Bis denn. Yes.